Hallo und herzlich willkommen zum Whisky Turntable. Ich hatte als erstes überlegt, mit einer Lidl Plastiktüte reinzukommen und dann die drei Abfüllungen rauszuholen. Aber Plastiktüten kriegt man ja heute gar nicht mehr so einfach. Ist ja auch wirklich gut. Und dann habe ich sie eben gelassen mit so einem Jutebeutel. Wollte jetzt auch nicht aussehen wie so ein Religionslehrer. Diesmal kein Ben Bracken, sondern Glen Alba. Ja, Glen Alban, was ist das? Nicht Dr. Alban, und ob es Alban ist, weiß ich jetzt auch noch nicht. Gucken wir mal. Die gab es schon mal, sind jetzt sehr wahrscheinlich fürs Weihnachtsgeschäft. Deshalb jetzt, wir schreiben November 2018, jetzt gerade im Shop neu erschienen. Da habe ich natürlich nichts anderes zu tun, als zuzugreifen. Es sind, wie gesagt, zwei Glen Alba Abfüllungen. Dabei handelt es sich nicht um Single Malts, auch nicht um Vetted Malts, sondern um Blends. Blended Scotch Whisky, also Grain Whisky ist drin. Ja, warum habe ich sie trotzdem genommen? Sie tragen ein recht hohes Alter. Der Grüne, 23 Jahre, kostet 40 Euro, ne? Und der Lilane, 37 Jahre. Also da kann ich, glaube ich, an einer Hand nicht, aber an zwei Händen, glaube ich, abzählen, wie viele Malts ich schon getrunken habe, die älter waren. Vielleicht komme ich sogar mit einer hin, aber das ist jetzt auch nicht so wichtig. Beide 40 Volumenprozent, haben beide ein Cherry Cask Finish bekommen, was mir so ein bisschen Angst macht. Weil ich bin ja ein fieser Mob, wisst ihr ja. Da muss ich irgendwie so dran denken, dass irgendjemand irgendwo so eine Position Fässer bei irgendeinem Whisky Broker findet und denkt, Mensch, was machen wir denn damit? Preis ist gut, Alter ist gut, das kann ich verkaufen. Da muss nur noch ein bisschen Geschmack reingepumpt werden. Also machen wir einen Sherry-Finish. Denke ich mir so nachts, wenn ich darüber nachdenke und nicht schlafen kann. Schauen wir gleich mal, ob das stimmt. Ich habe damit eine Flaschenteilung gemacht. Sie war so gefragt, dass ich nochmal diese drei Flaschen bestellt habe. Und dann waren immer noch Leute, die was haben wollten, aber insgesamt 9 Flaschen wollte ich dann doch nicht teilen. Das war mir ein bisschen zu anstrengend. Ja, was habe ich dann da hinten stehen? Ein Neuling, für mich auf jeden Fall in der Lidl-Whisky-Welt. Ein Abrachen. Ich weiß nicht, wie man es aussprechen soll. Abrachen. Ja, die Assoziation ging mir auch gerade durch den Kopf. Ich hoffe nicht, dass wir uns erbrechen müssen. Triple Cask Blended Malt Scotch Whisky. Also haben wir wenigstens schon mal nur Malt Whiskys. Kein Alter, aber Triple Cask. Kennen wir ja von diversen Whisky-Brennereien, die das machen. Hier haben wir Ex-Bourbon, Sherry, ich glaube sogar Oloroso Sherry geben sie an. Oloroso Sherry Butts geben sie sogar an und Tawny Port Pipes als drittes. Also der sollte aufgeladen sein. Da dachte ich mir, das gucke ich mir mal an. Kostet 18 Euro und hat dann 42 Volumenprozent. Ja, fand ich erstmal, also so von der Tendenz denke ich, der könnte so irgendwie so süffig sein, dass der vielleicht was für mein Whisky-Pudding wäre, als günstige Alternative zum Glendronach 812. Oder wenn man mal wirklich einen heben will und mal Leute zur Feier hat, die mit Whisky, vielleicht doch mal einen Schluck Cola reintun, bin ich mal gespannt. Okay, ich habe sie mir so rum aufgestellt, die ersten drei Flaschen habe ich schon abgefüllt und so von der Nase her fand ich unseren Erbrechen auch am intensivsten. Deshalb stelle ich ihn trotz des nicht angegebenen Alters nach hinten. Er hat ja auch ein bisschen mehr Alkohol. Die anderen beiden vorher, ich weiß noch nicht so ganz, was mir die Nase vom Abfüllen sagen soll. Fotos blende ich euch ja gleich ein. Hier unten
ist so schön eine Batch-Nummer angegeben und eine Lot-Nummer. Ich weiß jetzt nicht, was eine Lot-Nummer sein soll. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr lang. Sieht sehr gut aus hier auf der Verpackung. Und wie viel drin ist, steht groß drauf. Und wie viel Alkohol. Ja. Guck nochmal. Grain Whiskies. Whiskey of Raw. Bla bla bla. Blend of. Also Malt and Grain Whiskies. Ja, also es soll auch Malt Whisky drin sein. Finished in carefully selected. Ja, sorgsam ausgesucht. Also finde ich auch immer, dass wenn der Master Blender auch bei jeder Abfüllung per Hand das aussucht. Klar, der hat ja den ganzen Tag auch nichts anderes zu, oder meine ich jetzt ernsthaft, der geht da ja durch und sagt, das Fass, das Fass, das Fass. Das ist dann mit Hand ausgesucht, ne? Ist eben sein Job. So ähnlich wie wenn man sagt, ich bin mit dem Taxi per Hand hier hingefahren. Also im Worden. Naja. So. Foto erspare ich mir bei gefärbten Malls. Ich will nur kurz kundtun, dass die alle drei exakt die gleiche Färbung haben. Es steckt auch, Entschuldigung, wenn ich jetzt nochmal abbreche, dieselbe Whisky Company, meine ich dahinter. Genau. Clydesdale Scotch Whisky Co. Glasgow. Ja. Ich kriege dann meistens geschrieben, Lidl hatte auch schon andere Firmen, von denen sie Whisky bezogen hatten bei den Ben Brackens, die waren auch schon dabei. Dann kriege ich oft Kommentare, finde ich auch super. Ich habe sie jetzt noch nicht so aus dem Stegreif drauf, mit wem diese Brenner oder diese Firmen oft zusammenarbeiten oder abfüllen oder welche Brennereien mit denen in Beziehung gebracht werden, nützt mir am Ende sowieso nichts. Ich will ja einfach nur wissen, ob man das trinken kann. Sherry. Nee, eine schöne Sherry-Nase auf jeden Fall. Ich habe vorher schon ein Video gedreht. Ist jetzt schon ein Weilchen her. Ich habe eine kleine Pause extra gemacht. Es waren zwei Ben Riachs, 12 Jahre Sherry Woods. Einmal die alte Version und die neue. Da möchte ich jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen, aber die hatten ja auch einen Sherry-Touch. Und ich merke gerade, dass da noch mehr kam. Hier habe ich Sherry Punkt aus. Und so ein ganz leichtes, diffuses Whisky-Aroma. Ich kann es nicht großartig anders beschreiben. Keine Würze, kein Alkohol. Also ich meine jetzt nicht diesen störenden Alkohol, der sticht, sondern sonst hat man ja doch etwas, was so ein Malt vorantreibt. Nicht unangenehm, nicht gerade komplex, aber also ich hatte schon deutlich schlimmere Nasen. 23 Jahre, 40 Volumenprozent. Am Anfang habe ich gedacht, Mensch, der ist ja wie Wasser. Das im Moment war relativ wässrig und nichtssagend. Und dann kommt er doch. Also ich habe zu meinem ersten Video jetzt auch bestimmt eine Stunde Pause gemacht. Jetzt wärmt er richtig. Also jetzt würde ich dem ja wenigstens 43% zutrauen. Als erstes wässrig. Ich dachte, es wäre nichts da. Dann breitet sich wirklich
ein Sherry-Aroma aus. Ein Standard-Whisky-Sherry-Aroma. Hört sich jetzt doof an. Dann kommt eine Würzigkeit. Nach 23 Jahren kommt ja doch aus jedem Fass ein bisschen Holz raus. Die in meinen Augen nicht zu bitter ist. Bitter bezogen auf zu oft gebrauchte Fässer. Schon häufiger diesen Geschmack gehabt bei, ja, wir sind ja gerade bei Lidl, bei der Queen Margot zum Beispiel. Trink diesen Blended Scotch Whisky besser mit Cola, dann tut euch einen Gefallen. Da habe ich das Extrem, dass ich doch so 20-fach benutzten Fässer, ausgelaugte Eiche, irgendwie so ganz fiese Aromen habe, die kam mir gar nicht durch. Dann kam eine kräftige, also eine ordentliche, spürbare Eiche, kräftig, verwende ich zu oft. Und dann habe ich auch wirklich da Hammerdinger. Eine anständige Eiche kommt da, so. Und dann kommt richtig Schokolade, die irgendwo ins Zartbittere geht. Das war so diese einzige Sache, die ich so rausgeschmeckt habe zwischen dem ganzen Sherry. Ich bin bei dem hier auch wirklich, dass ich sagen kann, also wenn man mal mit ein paar Freunden Karten spielen will und jeder trinkt gerne einen Whisky oder, also sag ich mal, jetzt nicht die ganz hohen Anforderungen stellt, sondern einfach, dass man zusammen einfach ein bisschen Spaß hat. 40 Euro, ja. Klar, kannst jetzt wieder alles gegenrechnen. Für 40 Euro, ich hatte eben Ben Riach 12 Jahre, Sherrywood, 39,90 habe ich den gekauft. Heute glaube ich noch irgendwo im Shop gesehen. Classic of Isla, diese Serie, wo man Carstrand Sherry Abfüllungen von Isla kriegt ohne Altersangabe, war auch bei 40 Euro. Also man kriegt schon eine Menge. Man, ja, würde ich mein Geld dafür ausgeben. Ich habe ja eine Teilung gemacht und habe es hier fürs Video gekauft. Ich glaube, dass er auf jeden Fall der einfachste zu trinkende Whisky für Leute ist, die am Weihnachtsfest so ein Ding geschenkt kriegen könnten, die vielleicht ab und zu nur mal eintrinken. Die kommen bestimmt besser damit klar als so ein Classic of Isla Carstrand Sherry Butt Abfüllung oder Sherry Fass Abfüllung. Ich lasse den jetzt mal so. Fand ich gar nicht schlecht. Man muss nur zur passenden Gelegenheit ziehen. Und wer mich gesehen hat, ich hatte letztes Jahr den Ben Bracken 40 Jahre. Eieiei, also um Gottes Willen, hier, ich konnte von dem ja gar nichts mehr trinken. Hier absolut, bin ich absolut zufrieden. Hier würde ich jederzeit mehr von trinken. Was für eine Bewertung, was? Kann man das in der Whisky Base angeben? Von diesem Malt würde ich wohl noch mal was trinken, ja. Ich habe aber schon auch nicht mehr viel Geschmack im Mund. Ist mir jetzt so gerade aufgefallen. Ich hatte, sah vielleicht so ein bisschen aus, als ob ich am Wasser riechen würde. Aber viel Geschmack habe ich nicht mehr im Mund. 37 Jahre, wie gesagt. Sehr wahrscheinlich auch an einer Hand abzählbar. Ich weiß jetzt nicht, wie alt sie alle genau waren. Aber wie gesagt, viele, viele waren es nicht, die älter waren, die ich probiert habe. Ich glaube, ein 42er Ben Nevis habe ich ein Video von. 49er Strassila von Gordon MacPhail. Tja, also vielleicht doch nur an einer Hand. Ah ja, den Ben Bracken 40 Jahre. Ja, okay, lassen wir das. So, deshalb mache ich das ja. Meine Videos so, damit ich es besser vergleichen kann. Tja. Also,
komplett die gleiche Richtung. Keine Ausreißer. Er kommt einen Tick gesetzt darüber, obwohl der hier auch kein wilder Draufgänger ist, der da irgendwie frisch im Glas rumspringt von Aromen her. Mit viel Wohlwollen, so eine leichte, ledrige Note. Ja, die finde ich hier raus. Also liegt auch wieder ganz ruhig da im Glas. Alkohol sticht nichts, man nimmt ihn kaum wahr. Keine Eiche, Würze großartig gemerkt. Beide kommen nach hinten raus. Er hier hat jetzt am Ende deutlich mehr Aromen. Klar, 38 Jahre. Diese Holznoten sind schon intensiv. Kaffee. Geschichten habe ich da jetzt nicht. Also spielt sich irgendwo alles von mir aus im Schokoladenbereich ab. Also schon eine Schokolade mit stärkerer Prozentzahl, der Schokoanteil, als beim 23er. Vorher genau, also dieser gleiche Aufbau. Man trinkt ihn, man denkt, da wäre nichts. Dann kommt er hier etwas noch gesetzt darüber. Der Sherry etwas dezenter, finde ich. Und dann kommt schon mehr Eichennoten, leichte Würze, bittere Noten, die jetzt, ich bin da ja, ihr wisst es, empfindlich, die jetzt überhaupt nicht störend sind, aber sie kommen deutlich stärker durch als hier beim 23er. Ja, also wer mehr Holzeindrücke sammeln will, sollte den nehmen. Auch einfach zu trinken, um Gottes Willen. Aber da kommt ein bisschen mehr. Ansonsten den 23er. Damit kann man sehr wahrscheinlich richtig schönen Abend machen. Und dazu muss man sagen, dass der 37er 70 Euro kostet. Das finde ich schon Schmerzgrenze oder ist über meine Schmerzgrenze für so ein Produkt. Grain Whisky. Keine Ahnung, wo die einzelnen Bestandteile herkommen. Nur 40 Volumenprozent. Ist nur absolut trinkbar, auf jeden Fall. Für die meisten Whisky-Single-Malt-Verrückten nichts. Die würden beide runterreißen. Das merke ich ja oft, wenn ich mit vielen spreche. Und um Gottes Willen, die meinen das ja nicht böse. Aber ich habe es auch gemerkt, ich hatte ja meine Johnny Walkers probiert. Ich gucke da gerne mal so ein bisschen über den Tellerrand. Es gibt genug, die das auch machen. Und natürlich die in ihrer Single-Malt-Welt komplett drin sind, den brauche ich nicht mit was anderem kommen. Ne? Das ist dann sinnlos. Also, wenn einer rein auf Single-Malt steht, liebe Leute, dann schenkt ihm sowas nicht zu Weihnachten, auch wenn da eine 37 draufsteht. Der schmeißt euch raus. Wenn ihr jemanden habt, der gerne mal einen guten Blend trinkt, der ist damit bestimmt zufrieden. Ich rede ja auch von meinem Schwiegervater. Der käme damit auch bestens klar. Garantiert. Aber wie gesagt, wenn jemand wirklich so ein Single-Malt-Fetischist ist, wie die meisten, ja, Whisky-Single-Malt-Freaks, die ich so kenne, für die ist das alle nichts. Das ist wirklich mehr für Otto-Normalverbraucher. Und ich glaube, die trinken den dann und denken, boah, cooler Stoff. Und das ist auch absolut in Ordnung. Und viele Single Malts ist mir aufgefallen, dass Otto Normalverbraucher die viel zu stark finden und mit Blends viel besser fahren. Ja, später Einsicht. Ne? Ich meine, die gibt es seit Jahr und Tag, die Blends. Warum? Weil
der normale ja, Standarddeutsche, glaube ich, damit einfach besser klarkommt. Der ist nicht so stark, so intensiv. Der Grain Whisky macht das alles eleganter, bügelt das glatt. Also ist mir jetzt nochmal bei den Johnnie Walkers aufgefallen. Nimmt den 23er für 40 Euro, das kann dann auch mal sozusagen die Kinder dem Vater schenken oder kann man dann auch mal, ja, ohne tief ins Portemonnaie zu greifen, kann man es verschenken, auf jeden Fall. 23er hat preislich bei mir die Nase einfach vorne, weil er fast genauso viel, er bietet fast genauso viel Holz. Und ich finde es sogar ein bisschen harmonischer bei ihm. Beim 37er ist es, könnte es für die meisten Geschmäcker etwas zu viel sein. Und ja, für den 37er 70 Euro sind dann nochmal 30 Euro mehr. Muss nicht sein. So, ich trinke nochmal was. Er ist auch schon längst wieder weg. Also wenn man manchmal, sollte vielleicht mancher Single Malt Trinker sowas einfach nur mal probieren. Ich weiß, es gibt den blöden Spruch, das Leben ist zu kurz für schlechten Whisky, aber dadurch, die beiden gehören da jetzt gar nicht dazu. Aber ich finde, wenn ich ab und zu eben mal, wie diesen Ben Bracken 40 Jahre trinke, dann weiß ich die anderen viel besser zu schätzen. Ich mache das ja jetzt nicht, weil ich da so ein Masochist bin oder so, dass ich das täglich mache. Aber ab und zu erdet das einen, muss ich echt sagen. Dann weiß man auch mal wieder einfach so, und ich hatte es letztens, den Banner Heaven 12 Jahre und dann wurde darüber hergezogen, ja, der ist ja nicht mehr so wie früher und bla und hin und her. Mag ja alles sein, aber das ist, ich finde, heute immer noch ein Top Malt. Ich drifte ab, ich weiß, aber das regt mich manchmal so ein bisschen auf. Und wenn man dann mal über den Tellerrand hinausschaut, dann weiß man, was man an so einem Banner 12 Jahre dann doch wirklich hat. Natürlich gibt es noch viel interessantere Malls, aber lassen wir das. So, ich spüle. Obwohl ich das Gefühl habe, ich bräuchte es gar nicht. Also beide relativ schnell weg. Das ist super kurz oder umgekehrt. Merke ich gerade, wie viel Whisky-Geschmack ich sonst doch noch im Mund habe. Wenn ich so denke, Mensch, der hatte aber einen kurzen Abgang, da habe ich dann doch immer noch viel, viel mehr da. So, jetzt kommt mein Erbrechen. Kein Alter, 42 Volumenprozent, Triple Cask. Gut, das Ex-Bourbon-Fass lasse ich jetzt einfach mal weg, weil da liegt es eh standardmäßig drin oder im Hookset. Also ein Fass können wir eh weglassen. Wie beim Abfüllen des Samples. Ein volles Brett kommt mir da entgegen. Also volle Aromenfracht. Und vielleicht durch die 42% oder weil er eben jünger ist, es ist ein bisschen mehr Leben da drin. Ich weiß gar nicht, ja, wie soll ich es beschreiben? Starker, intensiver Sherry, stärker als bei den ersten beiden. Im Blind Tasting weiß ich jetzt nicht, ob ich da Port. Erkennen würde. Im Sherry habe ich so eine leichte Vanillenote. Das gebe ich noch zu. Vom Port will ich jetzt nicht reden. Also, ne, das wäre jetzt zu einfach, dass ich jetzt von jedem Fass so was erzähle. Wie gesagt, der Alkohol noch so ein bisschen in der Nase, nicht störend, aber da merkt man, man hat eben Whisky in der Hand. Beim anderen hatte ich richtig schöne Schlierenbildung, bei diesem jungen Ding hier überhaupt nicht. Auch interessant. Ende jetzt kein Holz mehr wie eben oder nur ganz leicht. Dafür eine pfeffrige Note. Man merkt, dass er eben jünger ist. Aber er ist komplett aufgeladen. Ne?
da ist nichts, was da irgendwie durchkommt, was mich an einen Brennereicharakter erinnert oder so. Eine gewisse Holznote ist da, aber die fehlt hinten im Vergleich zu diesen zwei wirklich alten Whiskys. Ich vergleiche die gerade im Kopf mit diesen drei Ben Brackens, die es jetzt seit einem Jahr gibt, die nach den Regionen heißen, ne? Speyside, Highlands und Isla. Da ist er in derselben Preiskategorie, hat 2% mehr Alkohol und ich habe da einfach so diese Einordnung, dass ich so einen Whisky oder wie die gerne mit Freunden trinken würde, wo es mehr darauf ankommt, einen geselligen Abend zu machen. Und natürlich will man was trinken, was jetzt natürlich schmeckt. Aber ich habe da auch oft das Problem, oder was heißt oft das Problem? Aber ab und zu nehme ich mir mal einen Whisky mit, wenn wir unseren Herrenabend machen, ich und meine Freunde. Und was weiß ich, ein paar davon trinken auch gerne mal einen Rum. Whisky ist da nicht so angesagt. Aber habe ich schon gemacht und habe ich mir da einen eingeschenkt. Da kommst du nicht dazu jetzt vom, ich hatte mal den Glendronach 21 mit. Ne? Da kommst du nicht dazu, den da zu analysieren, wenn da irgendwelche Witze gerissen werden oder Geschichten erzählt werden. Ne? Deshalb ziehe ich immer diese Karte Geselligkeit. Also ich glaube, da käme ich mit dem ganz gut klar. Für 18 Euro käme ich auch mit dem 23er, glaube ich, ganz gut klar. Ja, muss man einfach mal so einordnen. Da ist vielleicht auch so ein teurer Malt dann einfach zu schade. Wo wir wieder bei diesem Thema sind, ne? Keine Leben zu kurz für schlechten Whisky. Wenn der vielleicht jetzt 10, 12, 15 Jahre gelegen hätte, dann fände ich ihn, glaube ich, nochmal einen Tacken besser. Nehmen nochmal. Man merkt eben, dass es ein No-Age-Statement ist. Er verhält sich eben so ein bisschen wild und stürmisch, aber dann kommt eigentlich auch das Fass drüber. Eine ganz, ganz leichte Schokonote. Schreiben die sowas da drauf? So eine Assoziation habe ich. Ja, die machen es clever, gar keine Geschmacksangaben. Etikett ist da, meine ich, auch auf Deutsch. Ich hab's euch ja bestimmt schon eingeblendet. Also rein für den deutschen Markt wohl gemacht. Die Dosen dann nicht, aber ja. Stellen wir es mal hin. Ich hatte jetzt von den ersten beiden nur einen Schluck. Vielleicht entwickelt sich ja noch was. Kann ich jetzt hier im Video eh nicht so viel Zeit drauf verschwenden. Meine Videos sind ja schon lang genug. Ich hätte es mir schlimmer vorgestellt. Ich habe ja so ein bisschen dieses, Mensch, komm, Weihnachten steht vor der Tür oder dauert noch ein bisschen, aber es gibt jetzt eben schon Lebkuchen und Spekulatius in den Supermärkten. Da kann man ja auch mal bei Lidl gucken, was die schon fürs Weihnachtsgeschäft haben. Gebe ich auch offen zu, habe ich jetzt schon gemacht und ich werde es jetzt auch versuchen, schnell einzustellen. Wir haben jetzt, ja, was haben wir denn heute? 7., 8., November. Ich versuche es jetzt irgendwie kurzfristig einzustellen, dass ich vielleicht Leute, die danach suchen, dass ich denen ein bisschen helfen kann, wenn sie mich so lange ertragen. Alle drei auch den 18er zu verschenken an Leute, die ab und zu mal einen Whisky trinken. Ja, würde ich unterschreiben. Besonders, wenn sich dann der Käufer mit der Welt des Single Malts nicht auskennt. Jetzt mal ernsthaft, der steht dann da vorm Regal. Was soll der denn nehmen? Ein Glenfiddich, 12 Jahre? Pff, war auch langweilig, was? Also da fände ich das dann schon wieder spannender. ich hatte das echt schon. Also mich hat mal ein Bekannter angerufen. Dem hatte ich kurz vorher ein paar Whisky-Samples mal gegeben. Und fand er auch ganz interessant. Und dann rief er mich auf einmal an, dass er gerade in einem großen Supermarkt stehen würde und er stand vor einem riesigen Whisky-Regal.
Er wollte sich gern Whisky kaufen, aber wonach sollte er jetzt gehen? Bei whisky.de auf der Seite gibt es ja viel, also die haben ja da doch schon viel, um den Kunden da irgendwie zu binden. Da gibt es ja auch sowas nach dem Motto, die Erklärung der Etiketten. Auf jeden Fall gab es das früher mal. Und das ist ja auch gar nicht doof, weil die Leute, die können mit unpeated und peated und was weiß ich da alles überhaupt nichts anfangen. Und mein Bekannter sagt auch nur, ja, Rauch mag er ja gar nicht. Und ja, dann zieht er dann da eben ein Karl Ila raus, ne, und sagt da hier, was ist damit? Steht ja alles auf Englisch drauf. Und das kann ich auch verstehen, wenn jetzt jemand losgeht und sucht ein Geschenk für jemanden, der eben... Wie gesagt, es soll kein Whisky-Nerd sein. Wenn es ein Whisky-Nerd ist, geht in ein Fachgeschäft und fragt dann einfach nach einem grundsoliden Whisky. Am besten nicht rauchig, weil Leute, die rauchige Malts mögen, mögen auch nicht rauchige. Aber Leute, die nicht rauchige mögen, mögen nicht immer rauchige. Ja. Aber wenn es jemand ist, der ab und zu eben einfach nur mal einen Chivas Regal 12 Jahre trinkt, ein Johnny Walker, Black Label oder auch ein Gold Label. Ja, was haben wir noch hier? Ich habe da noch ein Dimpel, genau, Dimpel oder sowas. Wenn ihr so jemandem was schenken wollt, mit den dreien kommt ihr klar. Ist ja auch irgendwie für jeden Geldbeutel was. Eine 18 Euro, das, ja, ist jetzt schon ein Weilchen her, wenn ich es mal so runterbreche. Also das hätte ich auch damals meinen Eltern, also habe ich ausgegeben für ein Geschenk, ne? 40 Euro, wie gesagt, der 70er weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob es der sein muss, ganz, ganz ehrlich. Okay, ich höre jetzt mal auf, ich schwafel hier ja schon eine ganze Zeit. Ich wünsche euch frohe Weihnachten. Ich glaube, Aldi, nicht, dass ihr denkt, dass ich von Lidl gesponsert werde, ich glaube, Aldi bringt jetzt auch noch mal ein paar raus. Kommen, meine ich, nächste Woche, habe ich im Prospekt gesehen bei Aldi Nord und die hatten einen tollen Namen, irgendwie so total cool. Also Aldi hat die leider immer wirklich nur kurz in der Aktion und nicht lange, so wie Lidl im Online-Shop. Bei Lidl denke ich mir ja, da kann ich wie hier jetzt Leute noch eine Hilfestellung geben. Und andere, die wirklich vielleicht mal drüber nachgedacht haben, irgendwie eine Meinung dazu geben. Aber bei Aldi gibt es die dann nur eine Woche und dann liegen die da im Regal rum und sind nach 2 Wochen verkauft und das macht keinen Sinn. Aber also Aldi kriegt auch was rein, ne? Also in dem Sinne, macht's gut. Ciao.